Hallo ihr Lieben, also wir starten gleich mit unserem ersten Workshop, aber vorher werde ich euch mal zeigen, mit welchen Points ich arbeite. Da habe ich zum einen die, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, schwingen sich ähnlich wie unsere Sockenpoints, aber wenn ich die abkriege, das tut weh. Dann die LED-Points, kennt ihr aus dem Workshop, ja, schwingen sich auch nochmal. Aber auch mit denen arbeiten wir heute nicht. Als nächstes haben wir die mit dem Tuch dran. Die kennt ihr alle aus dem Workshop. Aber weil wir die ein wenig viel Platz wegnehmen für diverse Tricks, werden wir auch mit denen nicht arbeiten. Meine persönlichen Lieblingspoys sind die Flowpoys. Sehen ein wenig aus wie eine Blüte. Und was ich mit denen machen kann, zeige ich euch zu einem anderen Zeitpunkt. Wir arbeiten hier mit den Sockenpoys. Ihr nehmt sie zwischen Zeige und Mittelfinger, Handinnenfläche geschlossen zur Faust und dann Ellbogen locker am Körper. Nicht ausgestreckt, sondern wirklich am Körper rangezogen. Wir arbeiten aus dem Handgelenk heraus. Ihr stellt euch vor, ihr steht mitten in einem Haus mit den Seitenwänden, vorne und hinten einer Wand und natürlich einer Decke. Wir wollen jetzt erst einmal an den Seitenwänden entlang. Das heißt, schön gerade bleiben und locker aus dem Handgelenk. Wer es kann, kann es auch schon in der unteren Ebene machen oder eben wirklich die Handgelenke auch auf Hüfte. Wer das Gefühl hat, jetzt laufen die Poys richtig schön gerade, geht mal 3 Schritte nach vorn und wieder 3 Schritte zurück. So, und jetzt heißt es für euch üben. Bis später im nächsten Video.